Also ich stelle euch jetzt das Thema OpenStreetMap und R vor, Integration freier Geodaten in die Lingua Franca der Statistik. Mein Name ist Thomas Stesinger und kurz was zu mir, ich studiere im Moment im zweiten Mastersemester Statistik an der LMU München. Mein Bachelor habe ich auch in Statistik in München gemacht und bin jetzt hier und stelle euch das Thema vor. Wie wird der Vortrag jetzt ablaufen? Erstmal gibt es eine ganz kurze Einführung in R für Personen, die damit noch nichts zu tun hatten. Und dann kommen wir auch schon zum Thema, wie ich OpenStreetMap in R eingebunden habe, mit Hilfe eines Packages. Also erstmal ein paar Fakten zu R. Was ist R überhaupt? R ist eine Programmiersprache und Programmierumgebung für die statistische Datenanalyse, basiert auf der Sprache S. Und R ist so. Basiert auf der Sprache S und wird vor allem im akademischen Bereich benutzt. Ist es vor allem dafür da, effektiv Daten zu analysieren und hübsche Grafiken zu erstellen auch. Und es gibt insgesamt, es wird geschätzt, dass es 250.000 Benutzer gibt, die vor allem im akademischen Bereich in der Forschung arbeiten. R ist auch eine Open Source Software, die man sich runterlädt und damit dann mit R arbeiten kann. Insgesamt gibt es dafür etwa 3600 Packages mit Funktionen, die man schon in R, mit Funktionen, die schon für Statistiker da sind, um damit weiterzuarbeiten. Und R nimmt vor allem auch eine Vorreiterrolle im Entdecken neuer statistischer Methoden ein. Denn wenn sich Statistiker irgendwelche sich neue Theorie überlegen, wird es meistens zuerst in R in Funktionen implementiert, um dann weiter in kommerzielle Software wie SPSS oder SAS weiterverarbeitet. Also wer in Statistik up-to-date sein will, sollte auf jeden Fall R benutzen. Wie sieht R überhaupt aus? R basiert sehr viel auf Vektoren, also sehr viel mit Vektoren gearbeitet. Beispielhaft ist jetzt hier ein Zahlenvektor erstellt worden, 159 habe ich jetzt unter A abgespeichert und wenn man A eintippen würde mit Enter, würde jetzt 159 rauskommen. Mit diesem Vektor kann man noch einiges anstellen. Man kann darauf Funktionen anwenden. Funktionen sehen so in der Art aus, dass man ein Wort hat mit roten Klammern drumherum. Die füttert man dann mit irgendwelchen Objekten, also ein Vektor, der aus Nummern besteht oder aus Buchstaben oder sonst irgendwas, was es in R so gibt. Und dann wird dieses Objekt evaluiert. Hier habe ich jetzt die Wurzelfunktion SQRT, Square Root benutzt und es wird jetzt die Wurzel jedes dieser einzelnen Elemente erzeugt. Man kann auch auf die einzelnen Stellen dieses Vektors zugreifen mit Eckingklammern. A, Eckingklammer 3, wäre die 9. Wurzel aus 9 ist 3. Dann Grundrechenarten sind auch in R implementiert. Hier haben wir zum Beispiel mal 5. Der wird immer diesen ganzen Vektor mal 5 nehmen. Und Summenfunktion ist auch eine wichtige Funktion. Hier, also man müsste jetzt zum Beispiel keine Fortschleife schreiben, um irgendwie die Summe dazu machen. Genau, um die ganzen Zahlen zu addieren. Er würde jetzt einfach nur Sum von A und 15 würde jetzt rauskommen. Ein anderes wichtiges Objekt ist der Data Frame, nämlich die ganzen Datensätze werden im Regelfall so dargestellt. Hier haben wir jetzt den typischen Beispieldatensatz in ARCast, der auch schon in der R-Software implementiert ist. Die ersten 6 Zeilen, einmal die Geschwindigkeit und dann die Bremsdistanz von verschiedenen Autos. Man kann auch auf die einzelnen Variablen zugreifen mit Hilfe des Dollar-Symbols. Die ersten fünf Zahlen sehen wir hier, es entspricht auch genau dem, was wir hier sehen. 4, 4, 7, 7, 8. Auf ein Data Frame kann man auch wiederum Funktionen anwenden. In dem Fall die Sammelfunktion ist sehr wichtig, Sammelfunktion gibt es eigentlich für fast alle Objekte, die in R existieren. In dem Fall Minimum, Maximum, Median, Mittelwert und so weiter. Noch wichtig ist die Plot-Funktion. Auf den Code oben will ich jetzt nicht genauer eingehen. Aber man sieht, dass man mit drei, wenn man sich mit R auskennt, sind die 3-Zeilen-Code wirklich sehr einfach. Und mit diesen 3 Zeilen kann man eigentlich schon eine relativ aussagekräftige Grafik erstellen. Man hat hier unter X-Achse die Geschwindigkeit der Autos, dann die Bremsdistanz, die einzelnen Punkte sollen die einzelnen Autos darstellen, lineare Regression und oben die Korrelation. Ja, also so, das war jetzt erstmal zu R. Ihr wisst ungefähr, wie es aussieht. Jetzt kommen wir auch schon zum Thema OSMA. OSMA ist ein Paket für R. Ein Paket ist immer eine Sammlung von Funktionen, die User geschrieben haben und die man sich dann herunterladen kann. Das Ziel von OSMA war, die Daten der OpenStreetMap Community herunterzuladen und dem R-User zur Verfügung zu stellen, damit der R-User dann damit weiterarbeiten kann in einer Art, wie es gewohnt ist. OSMA leitet sich aus dem Namen OpenStreetMap Band A, OSMA, OSMA ab. Und es ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit OpenStreetMap in R entstanden. Und genau die habe ich geschrieben.
Und das Programmiertechnische, ja genau, das, aber das Programmiertechnische haben... das Programmiertechnische haben aber allerdings der Manuel Eugster und ich zusammen gemacht. Der Manuel Eugster ist gerade in München, aber ich stelle es jetzt hier vor. Die Version 1.0 ist am 1.9.2011 auf CERAN hochgeladen worden. CERAN ist quasi die ganze Datenbank, auf denen die ganzen R-Packages, also die ganze Funktionssammlung der User zu finden sind, und man kann auch aus R direkt darauf zugreifen und sich die neue Funktionalität herunterladen. So, jetzt eine schematische Darstellung dieses OSMA-Konzepts. Man bekommt die Daten im Regelfall über Planet-Files, also Osmosis über Planet-Dumps, oder direkt über die Datenbank, also über die API in der Version 0.6. Zurückbekommen tut man immer dieses OSM-XML-File. Und die Funktion, die wir implementiert haben, getOSM, wandelt dieses OSM-XML-File in ein verlustfrei in ein Objekt um, mit dem der R-User weiterarbeiten kann. Ein sogenanntes OSMA-Objekt. Auf dieses OSMA-Objekt, dazu komme ich später noch, wie das genau aussieht, kann man Standard-R-Funktionen, die wir auch implementiert haben, anwenden. Hier in dem Punkt muss man sagen, ist es eigentlich schon das Ziel von dem OSMA-Projekt erreicht, denn wir haben jetzt die Daten, die man durch verschiedene Quellen bekommt, verlustfrei konvertiert in eine Art, in der der R-User damit weiterarbeiten kann, ohne wirklich Ahnung von diesem ganzen Framework hier zu haben, wie man die Daten bekommt und wie dieses OSM-XML-Objekt wirklich aussieht. Weil wir auch Spaß an der Sache hatten, haben wir ein bisschen weitergearbeitet und probiert, dieses OSMA-Objekt in weitere Packages, wie das iGraph-Package, was zum Beispiel Navigation erlaubt, oder das SP-Package, was sehr wichtig für Geodaten in R ist, das haben wir weiter implementiert, dazu komme ich aber später nochmal ein bisschen. Und S.. soll schon andeuten, dass es eigentlich keine Grenzen gibt, das heißt, andere User können sich noch andere Konverter überlegen, um damit weiterzuarbeiten mit den Daten in R. Dann jetzt nochmal, das wird den meisten wahrscheinlich schon bekannt vorkommen, aber nochmal eine kurze Struktur der OpenStreetMap-Datenbank. Es besteht aus Nodes, Rays und Relations. In Nodes befinden sich die geografischen Punkte. Rays bestehen immer aus mehreren Nodes und Relations zeigen Verbindungen zwischen Nodes, Rays und Relations an. Sämtliche Objekte enthalten immer eine eindeutige ID, ein User, dann Timestamp, also ein Zeitpunkt und eine Version und noch andere Attribute. Und der Inhalt dieser einzelnen Objekte wird durch Text dargestellt in der Form Key gleich Value, Beispiel Highway gleich Traffic Signal, also eine Ampel. So, zusätzlich haben Nodes nur diese geografische Information enthalten, also die Breiten- und Längengrade. Die sind in Rays und Relations so an sich nicht enthalten. In Rays und Relations sind immer nur Referenzen zu diesen Nodes enthalten, damit man weiß, wo sich die Rays und Relations denn wirklich befinden. Also quasi die Verbindung zu den anderen Objekten. So, dann kommen wir jetzt zu ein paar Funktionen, die OSMA schon bietet. Wir fangen an mit dem Datenimport. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, über die API in der Version 0.6 oder über die Planet-Files. Im Beispiel habe ich jetzt hier die API genommen. Wir müssen erstmal die Source angeben, OSM Source API, über die URL. Wer sich mit der API auskennt, weiß, das muss man immer normalerweise im Browser eingeben. Dann haben wir die Funktion implementiert Center B-Box. Der muss man übergeben einen Längengrad und einen Breitengrad, das ist ungefähr hier, also vielleicht ein paar Straßen weiter, und eine Größe dieser Box, in dem Fall 2000x2000 Meter, also eine rechteckige Box, die wir dann drumherum bilden. Das speichern wir unter dem Buchstaben BB ab für B-Box. Als nächstes übergibt man der Funktion getOSM diese B-Box, also diesen Kasten, diesen vordefinierten Kasten, den wir vordefiniert haben, und eine Quelle, wo wir das dann herhaben wollen, und speichern das unter Dessau ab und raus und unter Dessau. Dessau ist jetzt nun ein Objekt der Klasse OSMA, wie wir sehen, Class Dessau OSMA. Also es wurden jetzt quasi alle, also sämtliche Daten, die dieser OSM-XML, dieses OSM-XML-Files wurden jetzt konvertiert in dieses OSMA-Objekt. Wie sieht dieses OSMA-Objekt aus? Es ist eine Liste aus drei Elementen, Äquivalenz zu dem der OSM-Datenbank, nämlich Nodes, Rays und Relations. Und jedes dieser einzelnen Elemente ist wiederum eine Liste aus jeweils zwei bzw. drei Data-Frames mit dem ganzen Inhalt. Beispielhaft sehen wir jetzt hier zum Beispiel aus dem Dessau-Objekt im Node-Element
die Attribute, die ersten sechs Zeilen, haben wir jetzt hier in eine R, genau, in R-Manier umgeformt, sodass wir ein hübsches Data-Frame haben. Es geht natürlich noch weiter, also wir sehen hier in der Folie vor, es gibt insgesamt 10.400 Nodes, werden in diesem Objekt enthalten. Hier haben wir jetzt die ersten sechs Zahlen mit den Attributen, die man aus der OSM-XML-File schon kennt. ID, Längen, Breitengrad, User, User-ID, Visible, unten geht es weiter, Version, Changeset und Timestamp. Tags und References sind auch in einer Data-Frame-Art implementiert. Hier ist es so, dass wir die ersten vier Zahlen jetzt angezeigt bekommen vom Waze-Objekt in diesem Dessau-Objekt. Zu lesen ist es so, dass die ID 10922254 hat die beiden Keys Highway und Surface jeweils mit dem Value Footway gleich unpaved und diese ID hat jeweils dieses Key in Value und das geht so weiter. Also es ist auch keine Grenze gesetzt, wie viele Keys und Values eine ID haben kann, es wird einfach alles verlustfrei konvertiert. Bei den References ist es genauso. Wir sehen jetzt, diese ID besteht aus diesen Node-IDs und diese Node-IDs müsste man jetzt nochmal separat in diesem Node-Listen-Element nachgucken, damit man weiß, wo sich dieses Whale überhaupt befindet. Weiter geht es mit den Funktionen Summary, Find und Subset. Die Summary-Funktion könnte man anwenden auf das Dessau-Objekt, indem man Summary Dessau eingibt. Der Output wird jetzt aber die Folien ein bisschen sprengen, darum habe ich es probiert, so ein bisschen zusammenzufassen. Ausgegeben werden zum Beispiel die Bounding Box, also in welchem Bereich befindet sich überhaupt das, was wir runtergeladen haben. Wer sich mit der API auskennt, weiß, dass immer so ein bisschen mehr heruntergeladen wird, als man eigentlich braucht, durch Ways, die vielleicht rausführen. Und da man auch nicht nur die VBox-Funktion anwenden kann, sondern auch nur einzelne Relations, Ways und Nodes herunterladen kann, ist es vielleicht ganz nützlich. Also in welchem Bereich befindet sich das überhaupt? Und eine Auflistung der häufigsten Key-Value-Kombinationen in dieser Form. Wir sehen jetzt hier, dass bei den Ways sehr häufig Building gleich jetzt vorkommt, 1300 Mal, oder Surface gleich paved. Das ist vor allem wichtig für User, die mit dem OSM-Framework jetzt nicht so bekannt, also nicht so viel zu tun haben, damit sie wissen, wie sie denn die Find- und Subset-Funktion anwenden können. Hier habe ich jetzt probiert, in diesem vordefinierten Dessau-Objekt sämtliche Nodes zu finden, die den Tag mit der Key Amnity und Value gleich Bench haben, also Sitzbänke sind. Der kam relativ häufig hier in der Gegend vor. Zu raus bekommen wir dann die IDs, hier die ersten fünf aufgelistet, die jetzt einfach nur die IDs der Nodes sind, die diesen Kriterien entsprechen. Mit den IDs können wir noch nicht so viel anfangen, darum bilden wir jetzt mit Hilfe dieses Subsets-Befehls eine Teilmenge aus diesem Dessau-Objekt und übergeben dem Subset, der Subset-Funktion übergeben wir jetzt, der Subset-Funktion übergeben wir jetzt das OSMA-Objekt Dessau. Unter Node-IDs übergeben wir jetzt die Bench-IDs, die wir vorher hier herausgefiltert haben. Und heraus bekommen wir ein neues OSMA-Objekt mit 51 Nodes. Das heißt, in diesem OSMA-Objekt befinden sich jetzt sämtliche Sitzbänke, die in diesem 2000x2000 Meter Kasten, den wir vorher runtergeladen haben, sich befinden. Das Ganze können wir jetzt auch noch plotten. Mit plot, Punkt, 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 da kommt theoretisch Dessau hin, aber hier habe ich jetzt so ein bisschen mehr gemacht. Einmal haben wir diesen 2000x2000 Meter Bounding Box hier geplottet. Mit den roten Sternchen sind jetzt die Sitzbänke markiert. Das blaue Sternchen ist jetzt ungefähr unser Standort. Und mit grün sind jetzt noch alle Straßen mit den Tags Maxspeed gleich 30, das heißt alle 30er Zonen eingezeichnet. Zu sagen ist, dass es nur eine Darstellung von den Rohdaten ist, ohne irgendwelche Transformationen in den WGS84-Ellipsoiden. Und so weiter. Das heißt, wenn wir jetzt keine rechteckige Bounding Box heruntergeladen hätten, sagen wir mal 100 mal 2000 Meter, dann würde er das trotzdem auf ein Quadrat zerren und die Formen, wie sie in Wirklichkeit da sind, würden noch nicht so gemacht werden. Dafür bräuchte man allerdings dann das SP-Package, wo ich dann gleich zukomme. Jetzt erstmal ein kurzes paar Anwendungsbeispiele, was man mit OSMA überhaupt machen kann. Wenn wir jetzt mal ganz unabhängig davon ausgehen, wir würden jetzt verschiedene Koordinaten von Sitzbänken haben, Längen und Breitengrade. Und wir wollen jetzt wissen, was für einen Zusammenhang gibt es denn zwischen den Straßenarten und den Sitzbänken. Also sind Sitzbänke eher irgendwie an Hauptstraßen oder an Gehwegen oder in Parks und so weiter. Wir haben aber echt nur diese Koordinaten dieser Sitzbänke. Dann könnten wir jetzt mit Hilfe des Paketes einfach diesen Datensatz erweitern, indem wir jetzt
für jede Koordinate einen 50 mal 50 Meter Box zum Beispiel herunterladen. In dieser Box zählen, was für Straßenarten und Gebäude sind denn da und diese dann zum Dataframe hinzufügen. Außerdem würde das Ergebnis dann so, in die ersten 5 Zeilen zum Beispiel jetzt, dass wir dann unser Ursprungs-Dataframe, was so aussieht, erweitert haben mit den Values, die man von dem Key Highway vielleicht schon kennt, Footbridge, Secondary, Primary, Residential und Building. Das heißt, wir haben jetzt quasi unser Datensatz, den wir davor nur so klein war, erweitert mit neuen Daten, die OpenStreetMap zur Verfügung stellt. Beziehungsweise die schon in OpenStreetMap eingetragen sind. Ein weiteres Beispiel aus der Vektorgrafik, die jetzt auch schon durch diese T-Packages richtig transformiert wurde. Hier habe ich jetzt einen 10x10, also 10 Kilometer mal 10 Kilometer Bereich, oben werden 10 Staubwasser heruntergeladen. Von diesen in 1150 Rasterpunkte eingeteilt, also 34 mal 34. Und neben dieser Punkte gezählt, wie viele Nodes gibt es überhaupt. Und dann diesen Rasterpunkt eingefärbt, von weiß bis rot, das heißt wenig Nodes, viel Nodes. Zur Orientierung ist oben nochmal die Elbe eingezeichnet und sämtliche Keys und sämtliche Ways mit dem Key Building verkehrt. Die Aufnahme läuft. Das könnte man jetzt natürlich noch erweitern, indem man vielleicht Trailmaps zugreift. Das ist von ganz Deutschland zum Beispiel dort, das habe ich aber echt nicht gemacht, da wäre man ganz interessant, ein bisschen was da rauskommt. Dann weitere Pakete, das IRAP Package, was ich vorher schon erwähnt habe. Das erlaubt zum Beispiel mithilfe der Auswahldaten und eher die Benutzung als Navigation. Das wird dann noch in einem Paper, was wahrscheinlich im Sommer im Add-on erscheinen wird, nochmal genauer erwähnt. Und auf der Homepage gibt es auch nochmal ein Beispiel, wie man das macht. Dann die Konvertierung ins SE-Package. Erlaubt noch die Arbeit mit über weiteren 100 Paketen, die alle mit Geodaten zu tun haben. Also es ist echt so, wenn man irgendwie mit Geodaten mehr zu tun hat, sollte man auf jeden Fall sich auf das SE-Package angucken, weil fast sämtliche Packages haben irgendwie was mit SP zu tun, beziehungsweise sie basieren auf den Objekten, die von SP zur Verfügung gestellt wurden. Darum haben wir auch gleich den Converter eingebaut, um dieses OSM-Objekt oder diese Art von Data Frames in so ein SP-Paket umzuwandeln. Und das ermöglicht einem dann auch noch zum Beispiel räumliche Daten hinzuzufügen, wie zum Beispiel räumliche Positionen. Das wäre das, was ich vorhin in den Sitzwerken erwähnt habe. Also was für Zusammenhang gibt es zwischen Straßenart und Sitzbank und dem Keygate, was da eine räumliche Interpolation ist. Als Ausblick wäre nun irgendwie auch das Ziel, dieses ganze Schema, was vorher war, also von rechts nach links, also von der OSM-XML zum OSM-Objekt im weiteren Paket irgendwie umzukehren. Das heißt, wenn Personen mit irgendeinem SP-Objekt oder einem OSM-Objekt angeben, mit verschiedenen Daten, dass wir das dann irgendwie umkehren und hochladen auf die OSM-Daten. Dann nochmal eine kurze Zusammenfassung. Was ist R nochmal? Also R ist eine Open-Source-Software für statistische Datenanalyse. Das OSMA-Paket erweitert R um die Datenbanken der OpenStreetMap-Community und ermöglicht statistische Analysen. Also es ermöglicht einem neuen Kreis von Benutzern, die noch nicht wirklich viel mit OpenStreetMap zu tun haben, einfach mit den Daten von OpenStreetMap zu arbeiten und damit irgendwas anzustellen. Und durch das Open-Source-Konzept können Sie damit auch weiterarbeiten. Weitere Informationen gibt es auf der Seite osma-airproject.org, wo auch nochmal die Präsentation drauf ist und wie die Grafiken hier, der Code zu diesen Grafiken ist hier auch nochmal drauf. Genau, dann danke für die Aufmerksamkeit und könnt jetzt Fragen stellen. Ja, vielen Dank und ich sehe auch schon die ersten Hände. Oh je. Die Fragen haben. Hallo, wie sieht denn das mit der Performance in R mit den Geodaten oder mit den OSM-Daten aus? Also ich selber habe auch schon eine Weile mit R zu tun und wir arbeiten mit 32.000 Datensätzen und da rechnet er schon eine Weile. Ja, es rechnet schon ein bisschen länger. Also kann man schon sagen. Also mit ganz großen Datensätzen haben wir es jetzt nicht ausprobiert, aber also das, was ich, diese Grafik hat jetzt zum Beispiel schon ein bisschen gedauert, bis ich da irgendwie alles sortiert habe. Aber das ist ja auch nur ein Anfang, also da ist vielleicht noch mehr. Also das Ziel war halt echt erstmal die Daten dem R-User zur Verfügung zu stellen und dann damit kann er machen, was wir wollen. Die Weiterarbeit kommt jetzt noch so ein bisschen. Genau. Gut. Weitere Fragen? So komme ich auch zu meinem Spott.
Verstehe ich das richtig? Ihr macht also diese, ihr lest die XML-Datei und ladet die Daten dann in den Speicher oder werden die in irgendeinem R-internen Format dann auch wieder abgespeichert oder existieren die nur im RAM oder wie läuft das? Also in R gibt es wiederum ein XML-Package, was diese XML-Datei reinlädt und mit dem arbeiten wir dann, um das umzuformen. Aber wo das genau gespeichert ist, weiß ich ehrlich gesagt. Also muss man diese Umformung jedes Mal wieder machen, wenn ich das R neu starte und irgendwie wieder mit den Daten arbeiten will? Oder habe ich dann eine persistente Datenbank, wo das alles drin ist? Man kann sich wenn man das in R schon einmal gemacht hat, kann man sich quasi das, was man R schon gemacht hat, speichern und dann irgendwann nochmal aufrufen. Das geht dann. Also man kann sich diesen Workspace, den man schon, also sämtliche Variablen, die man irgendwie schon erstellt hat, kann man auch speichern und damit später noch weiterarbeiten. Okay. Also muss nicht alles nochmal neu runterladen. Was mich mal interessieren würde, magst du mal zu der Folie mit den Bänken zurückgehen? Mit den Bänken, ja. Weil, also ich bin überhaupt gar kein Mathe-Freak. ja, ich weiß nicht genau, wo ja, das... Ja, hier? Das war das? Nee, nicht die grafische, die statistische Auswertung, wo die Tabelle war. Nee, noch weiter nach vorne bitte. Stopp. Nee, eins nach vorne bitte. Und zwar... Nee, kacke, wo waren das? Bänken, nee. Das Einzige mit Bänken war hier, da habe ich das sortiert und... Du hattest da, glaube ich, und da hattest du irgendwie gesagt, naja, und da kann man ablesen, wo jetzt eine Parkbank ist, bezogen an die Straße. Und da wollte ich einfach bloß mal die fragen, wie man das dann interpretiert. Das hier? Oder? Genau. Und wenn ich jetzt mal anfange, das probiere zu lesen, dann heißt das, logischerweise ist eine Bank immer beim Footway oder häufig beim Footway steht in dem Suchraster, weil da ist bei jeder Zeile irgendwie was. Richtig? Also in diesem, also jetzt bei den ersten fünf Banken ist es so, dass in diesem 50x50 Meter Bereich bei dieser Bank zwei Footways gefunden. Mhm. Und das ist ja durchaus richtig, weil die ja, stehen. Genau, ne? Ja. Also, genau. Okay, das wollte ich bloß mal. Ja, genau, ja, okay, gut. Ja, wir hätten noch ein paar Platz zu ein paar Fragen. Ich hätte mal eine Frage, ich kenne mich mit ER eigentlich nicht wirklich aus, aber du hast jetzt da sozusagen die Suche mit diesem 50x50 Bounding Box gemacht. Mhm. Gibt es denn eine Möglichkeit, um mehr oder weniger so den nächsten Punkt zu finden? Oder musst du sozusagen erst sagen, ich mache einmal kurz ein 10x10, guck, ob ich was finde, wenn ich nichts finde, mache ich weiter. Weil theoretisch ist es natürlich interessant zu sehen, wie häufig sind da Straßen, aber es wäre interessant zu wissen, was ist vermeintlich die nächste Straße, wenn du natürlich zweimal einen Fußweg findest, aber irgendwie fünf Hauptstraßen, weiß man ja auch nicht unbedingt zwangsläufig, ob es da irgendwie die Möglichkeiten gibt, die Suche sozusagen zu verfeinern. Also hier habe ich es jetzt so gemacht, indem ich immer diese 50x50 Meter Boundbox neu heruntergeladen habe. Aber theoretisch könnte man sich auch direkt ein großes Objekt runterladen und dann immer diese Boundbox erweitern und gucken, ob dann was kommt. Aber da müsste man dann halt programmieren irgendwie mit verschiedenen Schleifen. Genau. Also es wäre auf jeden Fall möglich, das so zu machen. Keine Frage, sondern ein Kommentar. Also ich habe für den Vortrag, den ich gestern gehalten habe, auch teilweise R benutzt, um Statistiken zu machen. Ich habe aber einfach die Daten vorverarbeitet. Das heißt, ich habe mit Osmium, was ihr ja vorhin alle gehört habt, die Daten durchgelesen, habe nur die Daten rausgezogen, die ich auch wirklich brauche und dadurch auch den ganzen Planet und so mal in einer halben Stunde durchlesen können und nur die, was weiß ich, 1000 Tags rausziehen, die mich interessieren und die dann in R einlesen und dann damit arbeiten. Und dadurch habe ich natürlich nicht die Flexibilität, die du jetzt da hast mit dem Ganzen, was du zeigst, aber ich kann natürlich größere Datenmengen relativ schnell verarbeiten. Nur also für Leute, die da rumspielen wollen, das ist auch ein guter Weg. Und das R ist gewöhnungsbedürftig, also ich bin da auch ein relativer Neuling, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig, aber es ist ziemlich genial, was da alles drin ist und gerade auch, wie man damit schöne Grafik machen kann und so. Also ich kann es, glaube ich, auch empfehlen, dass man sich das mal ein bisschen näher anschaut. Kann ich nichts hinzufügen. Noch weitere Fragen? Nutzt die Chance? Noch habt ihr sie? So. Okay, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich für den Vortrag. Applaus